Die Equatorial Stars ist die dritte Zusammenarbeit zwischen Robert Fripp und Brian Eno. Dieses Album entstand erst viele Jahre nach den beiden Meilensteinen No Pussyfooting und Evening Star und zwar im Jahr 2005, also 30 Jahre nach dem Vorgänger. Beide Künstler hatten in der Zwischenzeit recht Gigantisches geleistet. Eno hatte einige seiner besten Ambient-Alben veröffentlicht, insbesondere Ambient One, Music for Airports, Ambient Four, On Land, aber auch Apollo oder Shoot of Assembly. Robert Fripp hatte zwischenzeitlich King Crimson wiederbelebt mit einer vollkommen neuen Mannschaft und hatte mit absoluter Makellosigkeit die 80er und 90er durchwandert, eine Ära, an der manch eine Prog-Rock-Band der 70er zerbrach. Doch gerade King Crimson hatte in den 80er Jahren und 90er Jahren einige der besten Alben aufgenommen und den Status einer Legende erst recht zementiert. Sich also nach Jahrzehnten mit Eno zu treffen und an einer neuen Runde aus Frippatronics zu arbeiten, kann man durchaus als eine Schwärmerei deuten. In der Zwischenzeit fand das Ambient-Genre seine Vollendung und somit stand den beiden Künstlern ein Pluspunkt nicht mehr zur Verfügung, den sie zumindest in 1975 noch hatten, und zwar ein extrem originelles Alleinstehungsmerkmal. Damals in den 70ern waren sie weit und breit die einzigen, die solche Experimente betrieben. Vereinfacht gesagt, natürlich waren sie nicht die einzigen, es gab noch Steve Hillage und Klaus Schulze, Tangerine Dream und so weiter. Doch in 2005 hatte man diese Kantigkeit nicht mehr. In der Zwischenzeit hatte es tausende Ambient-Alben und Ambient-Künstler gegeben. Ich zähle mich schließlich auch dazu. Würde das Konzept von damals somit noch funktionieren? Nun, ich bin ja ein sehr großer Fan dieser Platte, die dabei herausgekommen ist. The Equatorial Stars ist eine exzellente Ambient-Scheibe, der man durchaus die künstlerische Erfahrung der beiden Protagonisten anmerkt. Musikalisch knüpft man mit erstaunlicher Leichtigkeit an den Sound von Evening Star an, geradezu als wären seitdem nur 6 Wochen vergangen. Das Album besteht aus 7 Tracks, die alle nach Sternen oder Sternbildern benannt sind. Man sollte sich nicht zu sehr irreführen lassen und glauben, der Albumtitel The Equatorial Stars würde allzu sehr ein Konzeptalbum sein. So sind kaum welche der Sterne und Sternbilder, die hier als Songtitel verwendet werden, wirklich äquatoriale Himmelsobjekte. So heißt der erste Track Mesa, das aber ist ein Stern im Sternbild des Orion, den man nicht als äquatorial bezeichnen würde. Ich würde hierbei eher Sterne vermuten, die im Bereich der Ekliptik anzutreffen sind. Also darf man das Konzept nicht zu wörtlich nehmen. Und dennoch, The Equatorial Stars ist eine großartige Science-Fiction-Musik, gänzlich ohne einen Makel. Robert Fripp beweist hier eine ungeheuerliche Disziplin, indem er an keiner Stelle den Sound mit seiner Gitarre dominiert. Er ordnet sich unter und lässt dieser akustischen Landschaftsmalerei den Vorrang. Bei einigen Stücken, wie zum Beispiel Tarazet, zeigt er eine faszinierende Nutzung von Rückkopplungen, dann aber eben nicht lärmend, sondern extrem sanftmütig. Dies ist auf jeden Fall eines der besten Ambient-Alben der Neuzeit. Ein großartiger Wurf. Zwar nur wenig bekannt, doch das macht es zu einem Juwelchen, das noch viele Leute für sich entdecken können. Ich werde jetzt nicht alle Tracks einzeln durchgehen, da dies, wie gesagt, eine extrem disziplinierte, minimalistische Musik ist und somit nur wenig beschreibbar. Und ja, ich verstehe, dass es an einer gewissen Absurdität grenzt, verbale Musikvorstellungen in Videoformat zu betreiben, ohne sogenannte Needle Drops, also ohne die Musik hier ein wenig anzuspielen und viel besser zu vermitteln, wovon ich da eigentlich spreche. Doch dafür ist die Copyright-Situation gerade im YouTube noch viel zu ungeklärt. Leider ist es eine der abwegigsten Dummheiten der Verwertungsgesellschaften und der kommerziellen Musikindustrie, dass sie nicht imstande waren, den Zeitgeist zu begreifen und somit entsprechende Nischen zu schaffen für Leute wie uns. Also Leute, die einerseits über massive Musikarchive verfügen und zugleich auf die betreffende Musik aufmerksam machen. Und das ist schon ganz schön dumm, denn wer außer mir oder eben anderen Enthusiasten, welche die Musik der 60er, 70er und 80er Jahre sammeln, schlägt noch die Trommel für diese Art von Sound?
Die Rechteinhaber haben natürlich so gar nichts dagegen, wenn dann noch etwas verkauft wird. Doch manchmal sieht es eher so aus, als ob es einigen vollkommen ausreicht, ihr Einkommen aus Abmahnungen und Urheberrechtsverletzungen zu generieren. Dabei würde es reichen, sich an einem Abkommen zu einigen, das ein repräsentatives Anspielen von Musik grundsätzlich legal macht, solange es zum Beispiel nicht 15% oder 20% der Songlänge überschreitet, plus ein grundsätzliches Oberlimit von, sagen wir mal, 2 Minuten. Und ich bin nicht der Einzige, der hier von der mangelnden Vision der heutigen Rechteverwerter alter Musik angewidert ist. Da gibt es Leute, die viel besser die Industrie, falls man das heute noch Industrie nennen möchte, verstehen als ich und in ihren Wutvideos die Finger in genau dieselbe Wunde legen. Ich verstehe gut, dass es darum geht, geistiges Eigentum zu schützen. Wobei es ein wenig amüsant ist, wenn ein Monster-Konglomerat, das die Veröffentlichungsrechte an der Hälfte weltweiter Musik besitzt, etwas davon plappert, für den Künstler da zu sein und für ihn zu kämpfen. Ja. Hier geht es darum zu erkennen, was ein Missbrauch ist und was eine Hommage ist. Und hier sollte scharf getrennt werden. Wenn ich alle meine bisherigen Albenrevues mit sogenannten Needle Drops versehen hätte, wäre die Sache ungefähr so abgelaufen. 20% wären gänzlich unbemerkt geblieben, da die Musikproduktionen zu obskur sind. Bei ca. 50% hätte sich der YouTube-Automatismus eingeschaltet und Werbung für den eigentlichen Rechteinhaber aktiviert, womit ich grundsätzlich kein Problem habe. Oder um es anders zu sagen, es ist besser als mit einem Draht ins Auge. Und ungefähr ein Drittel der Musik hätte massive Probleme ausgelöst, bis hin zu irgendwelchen Copyright-Strikes, die dann schnell wie die Punkte aus Flensburg anlaufen. Bei 3 davon wird der gesamte Kanal geschlossen. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust, das irgendwie clandestin zu betreiben und mich da vorsichtig an den Parametern vorbeizumogeln. Manche Leute laden ja Musik auf YouTube hoch und transponieren sie vorher digital einen Ganztonschritt nach oben oder unten, um den Erkennungsmechanismus in YouTube zu täuschen. Dafür ist mir dann die Zeit zu wertvoll und es ist genau die Art von ungesunder Manipulation von Kunst, die dann entsteht, wenn die Industrie nicht imstande ist, den Zeitgeist zu erkennen und lieber die Rechtsanwaltskeule schwingt. Ich will ja, dass die rechte Lage auf meiner Seite ist. Ich will, dass anerkannt wird, dass produktive Needle Drops kein Diebstahl von geistigem Eigentum sind, sondern de facto ehrenamtliche Werbung, für die die Rechteinhaber keinen Cent ausgeben müssen. Und wie gesagt, dies wäre mit einem klaren Regelwerk definierbar. Naja, das nur am Rande. Auf jeden Fall ist The Equatorial Stars über die Jahre eines meiner Lieblings-Ambient-Alben geworden. Es ist die perfekte Musik für einen Schriftsteller, denn dieser Sound lässt sich sehr gut hören, während man schreibt oder anderweitig arbeitet. Die Musik ist grundsätzlich sehr im Stile jener Ambient-Alben gehalten, die Brian Eno in diesem Zeitpunkt gemacht hatte, also zum Beispiel Reflection oder Lux. Der Sound ist sehr evokativ, mysteriös und natürlich geradezu kosmisch. Fern jeglichen New Age-Gedudels versäumt man es hier nicht, eine ernstere und rätselhafte Klangebene unter den unmittelbaren Instrumenten zu generieren. Hier wird also die Stimmung eines Blicks durch ein Fernrohr in den nächtlichen Himmel mit großartigem Ernst festgehalten. Ich gebe hier 5 Sterne. Eine tolle Scheibe, die man vermutlich eher auf CD kaufen sollte. Das sage ich selten, doch es erscheint mir gerade bei Ambient manchmal pragmatischer, sich für die digitale Variante zu entscheiden. Das war The Equatorial Stars von Fripp & Eno aus dem Jahr 2005.